In diesem Video fangen wir genau an der Stelle an, an der wir im letzten Video aufgehört haben. Wir hatten uns ja die Aufgabe gestellt, uns auszurechnen, was dieser Beobachter hier sieht. Hier war ein Sender, ein Ding, das eine Welle erzeugt, eine Welle, die sich hier kreisförmig nach allen Seiten ausbreitet. Dieser Sender war aber nicht stillgestanden, sondern er hat sich bewegt. Er hat sich nach rechts bewegt, auf den Beobachter zu. Der Sender strahlt hier mit einer festen Originalperiodendauer und Originalfrequenz seiner Welle aus. Der Beobachter sieht aber etwas anderes. Er sieht, dass die Originalperiodendauer bei ihm kürzer geworden ist und er sieht, dass die Originalfrequenz bei ihm größer geworden ist. Also das waren hier die Formeln für den Fall Sender. Bewegt sich auf Beobachter zu. Und diesmal in diesem Video wollen wir uns anschauen, was sieht denn dieser Beobachter hier? Dieser Beobachter, der dem Sender nachschaut. Der steht also auch in der auf der Bewegungsachse des Senders, nur schaut er dem Sender hinterher, der Sender bewegt sich von ihm gerade weg. Was sieht der für eine Welle? Nun, wir gehen genauso vor, wie wir das bei diesem Beobachter gemacht haben. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, wie weit ist eigentlich der Wellenradius hier, wie weit ist dieser Wellenberg oder diese höchsten, das sind eigentlich nur die höchsten Punkte des Wellenberges, die wir hier eingemalt haben, wie weit sind diese höchsten Punkte des Wellenberges weg vom Sender? Nun, wir haben ja die Zeit so eingestellt, dass jetzt im nächsten Moment kommt beim Sender auch wieder ein Wellenberg heraus. Das heißt, da ist genau eine Periodendauer vergangen, seitdem dieser Wellenberg hier ausgesandt worden ist. Und das heißt, die Entfernung dieses Wellenberges ist nun gerade die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle mal der Originalperiodendauer des Senders. Gleich geblieben mit letztem Mal ist auch die Strecke, die sich der Sender weiter bewegt hat, das ist nach wie vor die Geschwindigkeit des Senders und als Zeit haben wir ja die Periodendauer des Senders genommen, also V mal Ts, das ist die Strecke, die der Sender sich weiter bewegt hat. Am meisten hat uns natürlich dieses Stück hier interessiert gehabt, das war ja gerade die Wellenlänge, die dieser Beobachter hier feststellt, also das war ja eigentlich die Wellenlänge, die der Beobachter sieht, also Lambda b. Warum ist das die Wellenlänge? Stellen wir uns vor, dass jetzt gerade der Wellenberg hier bei dem Beobachter eintrifft. Der Sender, der sich hier mittlerweile in diesem Punkt befindet, ist gerade bereit, einen neuen Wellenberg auszusenden. Also der Abstand zweier Wellenberge, die dieser Beobachter hier wahrnimmt, ist gerade diese Strecke hier. Und der Abstand zweier Wellenberge, das war dasselbe wie die Wellenlänge. Gut, und jetzt machen wir dasselbe auf dieser Seite hier drüben. Den Schritt können wir uns schenken, den haben wir schon gemacht. Den Schritt können wir uns schenken, den haben wir schon gemacht. Wir müssen jetzt nur noch eigentlich einzeichnen, was entspricht denn jetzt der Wellenlänge für diesen Beobachter da links drüben. Was ist denn seine Wellenlänge, die er wahrnimmt? Und das ist genau diese Strecke hier. Das ist sozusagen das hier. Ist meine Wellenlänge, das ist mein Lambda, wenn wir den Beobachter hier B', also das ist der Beobachter Strich und alle Werte, die dieser Mann sieht, die wollen wir hier mit diesem Strich kennzeichnen. Also das ist meine Wellenlänge, Lambda B'. Wie groß ist diese Wellenlänge? Wir benutzen einfach dasselbe System, was wir vorher verwendet haben, C mal Ts, das ist also dieses Stück hier, dieses Radiusstück, ist ja dasselbe hier, das ist ja rund. Also dieses Stück ist gerade in diesem Radius. Diesmal müssen wir die Strecke dazu zählen, die der Sender zurückgelegt hat. Also plus V mal Ts. Im Unterschied zu dem da drüben hatten wir C mal Ts minus V mal Ts, weil wir mussten wir abziehen. Hier diesmal müssen wir diese Strecke des Senders dazu zählen. Und das ist der einzige Unterschied zwischen den Formeln. Statt einem Minuszeichen haben wir hier in diesen Formeln ein Pluszeichen. Gut, das können wir dann unten wieder wie vorher nach dem alten Verfahren
einsetzen. Also schreiben wir hier noch, also das geht jetzt um den Fall Sender. Sender bewegt sich von Beobachter weg. Die beobachtete Periodendauer TB' ist dann gleich C mal TS, genau wie da oben, nur dass wir hier das Pluszeichen haben, plus V mal TS geteilt durch die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle. Und wenn wir das TS wieder herausziehen wollen, dann ist das TS mal C plus V durch C, oder wie wir das eben auch sehr oft sehen, TS mal 1 plus V durch C. Und für die Frequenz, die der Beobachter auf der linken Seite sieht, dazu bilden wir einfach den Kehrwert dieses Terms hier, das ist also 1 durch TS mal 1 durch 1 plus V durch C. Und das ist sozusagen, das ist die Originalfrequenz mal 1 durch 1 plus V durch C. Also zusammengefasst, die Periodendauer, die dieser linke Beobachter sieht, ist die Originalperiodendauer mal 1 plus V durch C. Und die Frequenz, die dieser Beobachter auf der linken Seite sieht, ist die Originalfrequenz mal 1 durch 1 plus V durch C. Wir sehen also, in dem Fall erhöht sich die Periodendauer, die wird deutlich größer, und die Frequenz, die dieser Beobachter sieht, die verkleinert sich. Also genau andersrum als bei dem Beobachter, auf den sich der Sender zubewegt. Wir hatten hier Zahlenwerte hergenommen, wir hatten gesagt, meine Geschwindigkeit V, das sollten 5 Meter pro Sekunde sein, die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle, das sollten 10 Meter pro Sekunde sein, und die Periodendauer, das war eine Sekunde, und entsprechend war die Frequenz des Senders, also die Senderfrequenz, war auch 1 Hertz. Wenn wir diese Werte mal einsetzen, dann können wir mal prüfen, ob wir dann auch wirklich dieselben Ergebnisse bekommen, wie wir sie damals im ersten Video angeschrieben hatten, ohne die Formel im Genauen zu kennen. Wir haben das damals eigentlich nur aus einer recht einfachen Überlegung heraus ausgerechnet gehabt. Mal sehen, ob das jetzt stimmt. Fangen wir mal an hier mit der Periodendauer. Da setzen wir das hier einfach mal ein. Das war ja der Fall, der Sender bewegt sich auf den Beobachter zu. Das heißt, die Periodendauer, die dieser Beobachter dann sieht, das ist gleich die Originalperiodendauer, das war eine Sekunde, mal 1 minus, V war 5 Meter pro Sekunde und C war 10 Meter pro Sekunde. Und das ist gleich 5 durch 10 ist 0,5, 1 minus 0,5 ist 0,5, also 0,5 Sekunden. Und der Kehrwert davon, meine beobachtete Frequenz, ist natürlich gleich 2 Wellen pro Sekunden. Ja, das passt doch. Das hatten wir doch letztes Mal genauso heraus. Und hier beim unteren, setzen wir mal ein. Also mein Beobachter, der jetzt auf der linken Seite steht, Originalperiodendauer war wieder 1 mal 1 plus V durch C. Das hat sich ja nichts geändert. Das ist weiter 5 durch 10, also 1 plus 0,5 diesmal, das ist also 1,5 Sekunden. Und die beobachtete Frequenz ist der Kehrwert davon, 1 durch 1,5, und das ist nun gerade 0,67 Wellen pro Sekunden. Und auch das stimmt mit den Ergebnissen vom letzten Mal überein. Im nächsten Video wird es dann nochmal interessant werden. Dann schauen wir uns mal an, was eigentlich passiert, wenn der Sender, die Sendergeschwindigkeit, sich mehr und mehr der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle annähert. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid.